Jo und herzlich willkommen zu einem neuen Loot Crate Unboxing. Und ja, man sieht mich mal wieder im Real Life. Ist schon eine Weile her. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Deswegen Kamera nach unten und los geht's. So. Ah, weiter runter geht's hier nicht. Na gut, muss reichen. Also, nächstes Loot Crate ist da. Ich weiß nicht, nächsten Monat, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Wann ich es abbestellen muss. Nope, falscher Zettel. Ja, scheiß drauf, ich glaube im März. Da habe ich den Zettel nicht mehr da, oder was? Also ich glaube im März bestelle ich es ab, weil dann wird das Abonnement automatisch verlängert und ich weiß nicht, ob sie den einfach das Skater buchen oder also ich gehe davon aus, aber rein theoretisch, wenn es dein PayPal-Konto nicht mehr gibt, können sie es ja gar nicht. Also keine Ahnung, wie genau das dann läuft, das Abo verlängern, wie sie dir das Geld dann abziehen. Aber ich werde es auf jeden Fall kündigen. Also ja, weil die letzten haben mir echt nicht gefallen. Selbst wenn das und das nächste sehr, sehr geil sind. Ja, erstens mal habe ich jetzt mehr als genug T-Shirts. Ja? Weil ich habe in den letzten 12 Monaten kein einziges T-Shirt weggeworfen. Aber bisher 10 neue dazu bekommen. Also nicht wirklich Bedarf an weiteren. Und ja, deswegen schauen wir mal rein. Ich weiß leider schon, dass irgendwas mit Donkey Kong drin ist, weil die Spasten, hier sieht man es ja. Was ich halt nicht verstehe, was ist der Sinn von einer Box, wo du nicht genau weißt, was drin ist, wenn du obendrauf eine Liste schreibst mit den Sachen, die drin sind? Also hier war ein Zettel, wo drauf stand, was alles drin ist. Der ist jedes Mal drauf. Und ich frage mich halt, warum legt man den nicht rein, damit man überprüfen kann, ob alles da ist, damit man weiß, von was ist, bevor man schon in den Prospekt reinschaut. Warum picht man das drauf? Ey? Ich meine, ganz ehrlich, dann kann ich mir die Sachen einfach einzeln kaufen. Also ohne Scheiß, vor allem dann stehen auch noch die Preise dabei, ja, was wie viel wert ist. Also im Nachhinein, okay, im Nachhinein ist es sicher, also, dass es dabei ist, das ist nicht der Grund, sondern dass man das einfach oben drauf picht, dass man quasi gezwungen ist zu wissen, was es ist. Also das fuckt mich übelst ab. Na. Oh, ich dachte schon, das wäre eine DVD. Also nicht das T-Shirt, sondern das, was da noch drin liegt. Ist das ein Super Mario-Shirt? Ja, das sieht man gar nicht. Das sehe ich jetzt erst auf der Webcam. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, was zum Teufel das sein soll. Leute, das sieht man erst von weiter weg. Moment mal. Sind es 1981. Official nur Nintendo. Okay, ich bin zwar nicht der größte Mario-Fan, aber das T-Shirt sieht nice aus. Oh yeah. Das sieht man aber echt erst von weiter weg, wenn ich jetzt so nach unten schaue. Also, von oben nach unten. Erkenne ich einen Scheißdreck. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn ich so nach unten schaue. Crazy. So, was ist das? Das ist das Captain America Schild? Schauen wir mal kurz rein. Ich kann mir da nämlich gar nichts drunter vorstellen gerade. Ah ja, okay. Es ist das, was draufsteht. Ich glaube, das ist mit so einem Ständer dabei. Ja. Moment mal. Da hat man ein Zertifikat der Authentität. Und da ist das Ding. Das ist sogar aus. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist auf jeden Fall eine irgendeine Art von Metall oder Blech oder sowas. Na ja, gut, ich will nicht zu dran biegen, sonst mache ich es noch kaputt. So. Dann kann man das jetzt hier in den Ständer tun oder was? Soll das funktionieren? What the fuck?
Das Ding ist bei solchen Sachen, ich habe immer Schiss, dass ich es kaputt. Ah, wartet mal, ich glaube, ich habe es falsch rum. Ja, ich hatte es falsch rum. Genau, deswegen nie zu viel Gewalt benutzen, weil ich habe immer Schiss, dass ich das Zeug kaputt mache. Jetzt ist nur die Frage, wie macht man das daran fest? Ach, das klemmt man ein. Oder? Ich hätte jetzt gesagt, man klemmt es ein. Wow. Sorry, dass ich nicht so viel rede, aber es ist. Ja, doch. Wie soll es denn sonst funktionieren, ne? Das hängt dann, das ist dann nur so leicht drin, also es fällt eigentlich fast raus, aber gut, wenn es nur in der Vitrine steht. Pretty cool eigentlich. Auch wenn ich noch nie irgendwas von Captain America gesehen habe, weder den Film noch Avengers noch sonst irgendwas. First Avenger. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So. Dann haben wir hier eine Teenage Mutant Ninja Turtles Figur. Und wir haben natürlich. Es gibt die vier Turtles und den Shredder. Und wir haben natürlich Shredder bekommen. Oh, Moment. Hier. Zumindest ist der hinten drauf. Ich meine, heißt nicht unbedingt, dass er auch drin ist. Ich gehe mal stark davon aus. Mini Tiki Mug, also ist das ein Becher oder was? So, ja, Keramik ist das, glaube ich. Aha. Daraus soll man trinken oder was? Naja, die meisten Sachen sind wohl eher nicht so für den Gebrauch. Was ist denn hier unten passiert, Alter? Holy shit, der hat übelst die Abnutzungsspuren. Aber vielleicht ist es auch normal, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich creepy aus. Bröselt ein bisschen runter. Naja, und dann haben wir noch einen Comic und das war's dann, glaube ich, auch schon wieder, ja. Weil irgendwie haben die ein Item weniger als jedes Mal drin. Das ist mir sehr negativ aufgefallen. Action Comics Number One Superman. Da ist auch ein Zertifikat der Authentität. Ein Authentizität Zertifikat. Mach ich jetzt nicht auf. Kann sich jeder denken, was das ist. Also ein Comic halt. Also was halt drin steht. Ich werden es jetzt nicht komplett durchschauen. Und dann haben wir noch einen Teenage Mutant Ninja Turtles Pin, der meiner Meinung nach übelst geil aussieht. Das ist mit Abstand einer der geilsten, den wir jemals hatten. Oh, Scheiß. Ich finde den übelst nice. Jetzt kriege ich das Teil hier nicht runter. Das ready. Der sieht richtig nice aus. Der ist mein Lieblingspin bis jetzt. Richtig cool. Nicht unbedingt wegen den Teenage Mutant Ninja Turtles, auch wenn ich sie eigentlich früher mal cool gefunden habe. Oder eigentlich sind sie immer noch cool. Aber der Pin taugt mir. Der sieht einfach nur fesch aus. Gut, und dann haben wir noch. Süß. Dann haben wir noch unser Ding. Schauen wir mal schnell rein. Aber tatsächlich haben wir heute alles mal gekannt. Na gut, ist auch nicht schwierig. Superman, Captain America und Teenage Mutant Ninja Turtles. Also wer das nicht kennt. Naja. Woman behind the shield. Da ist das Schild. Richtig zusammengebaut, wie es aussieht. Aha, da sind die verschiedenen Schilde, die Captain America hatte. Und ein cooler Hund. Kostet der Hund 14,99? An mir sieht es besser aus. Das sieht man halt aber echt nur von weiter weg, dass es Super Mario ist. Oder Mario. Das ist ja halt echt so ein Troll. Wir kriegen halt genau den Nicht-Turtle. Mucklets heißen die.
Keramik Mini Tiki Mug, ja. Oh, the Rare Shredder Variant. Schaut mal, da unten steht, dass der Shredder rare ist. You can get one of the four turtles in Muglet Form or the Rare Shredder rare Variant. Holy shit, dann haben wir sogar was Seltenes bekommen oder was? Cool. Na ja, gut, wurde auch mal Zeit nach 10 Monaten. So, jetzt sind wir schon wieder halb durch. Das ist der Action Comic. The Evolution of Superman's Powers heißt der. Nee, gut, das war's eigentlich. Wow. Es gibt jetzt WWE Loot Crate. Allerdings $30. Holy shit, Alter. Wobei ich Enzo Amore nicht cool finde, aber. Hat er so ein Undertaker-Shirt oder sowas? Oh shit, Mann. Oh fuck. Die wissen, wie man mir das Geld aus der Tasche zieht. Fuck, Mann. Muss ich mir mal anschauen. Na gut, dann war's das eigentlich für heute. Mal wieder ein bisschen länger gedauert. Aber jo, alles in allem ganz coole Sachen. T-Shirt ist not bad. Und jo, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Vielleicht sehen wir uns dann. Also, eins kommt ja eh noch, aber dann sehen wir uns vielleicht bei WWE Loot Crate. Mal gucken. Moment, ich glaube, nee, kommen nicht noch 2 Februar und März. Ich glaube, März kommt auch noch. Ja, stimmt, es kommen, glaube ich, noch 2. Aber so, das war auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, jetzt rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.